Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das letzte Jahr war geprägt von der Diskussion über die Reform des Leistungssports und der Spitzensportförderung. Zahlreiche Gremien und Experten haben an diesem Konzept mitgearbeitet, mit dem Ziel, Ressourcen zu konzentrieren, um Deutschland wieder zu einer erfolgreichen Sportnation zu machen. Im Schulterschluss haben Sportminister Dr. Thomas de Maizière und DOSB-Präsident Alfons Hörmann uns im letzten Jahr ihre Vorstellung im Sportausschuss, dem wir ja alle angehören, präsentiert. Im Sportausschuss, der wie jeder andere Ausschuss auch nicht öffentlich tagt. Mit der Neustrukturierung des Leistungssports wird die Autonomie des Sports gewährleistet und explizit die Gleichstellung des olympischen und des paralympischen Sports verfolgt. Wir wollen sicherstellen, dass Athletinnen und Athleten mit und ohne Behinderung gleichberechtigt betrachtet und ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigt werden. Es ist uns allen klar, dass es erheblicher finanziellen Mittel bedarf, um die neue Spitzensportförderung umzusetzen. Wir in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion werden uns für notwendige Mittelaufsteckung einsetzen. Im Fokus des Leistungssportskonzepts stehen die Athletinnen und Athleten. Sie verdienen eine hohe Wertschätzung nicht nur für ihre sportlichen Leistungen und die Medaillen, sondern für ihr gesamtes Engagement. Das Potenzial der Sportlerinnen und Sportler früh zu erkennen und dann gezielt zu fördern, ist ein zentraler Punkt der Leistungssportreform. Der Blick richtet sich auf die zukünftigen Chancen und nicht auf die Medaillen der Vergangenheit. Die Abstimmung mit den Bundesländern soll die Nachwuchsförderung deshalb weiterhin, falls möglich wohnortnah, in den jeweiligen Sportarten angeboten werden können. Dem Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen vor zu hohen Belastungen ist dabei ein besonders hoher Stellenwert beizumessen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Spagat zwischen dem zeitaufwendigen Training auf dem Punkt, die sportlichen Höchstleistungen zu erbringen, und der alltäglichen Existenzsicherung ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen. Um die berufliche und finanzielle Zukunft der Spitzensportlerinnen und Sportler ausreichend abzusichern, bedarf es entsprechender Maßnahmen. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und der Stiftung Deutsche Sporthilfe ganz herzlich zum 50-jährigen Bestehen gratulieren. Die Deutsche Sporthilfe hat viele Spitzensportlerinnen und Sportler aus den unterschiedlichsten Disziplinen finanziell unterstützt und damit zu ihren Erfolgen und ihrer Existenzsicherung beigetragen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wollen eine bessere Vereinbarkeit von Schule, Studium und Beruf mit der Spitzensportkarriere erreichen. Für die duale Karriere sind starke Partner bei den Hochschulen und in der Wirtschaft, den Handwerkskammern und den Bildungsträgern notwendig. Die individuellen sportlichen Bedürfnisse durch Training und Wettkämpfe müssen mit den schulischen und beruflichen Anforderungen in Einklang gebracht werden. Hier hat auch die Bundeswehr neben Bundespolizei und Zoll einer der größten Förderer des olympischen Sports reagiert. Sportsoldatinnen und Soldaten bekommen als Sportlehrer und Ausbilder neue berufliche Perspektiven. Auch ein sportwissenschaftliches Studium mit dem Schwerpunkten Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitierung soll ab 2018 an der Hochschule der Bundeswehr in München möglich sein. Für das Gelingen dieser Reformprozesses halten wir deshalb auch eine unabhängige sowie hauptamtlich geführte Athletenvertretung für unverzichtbar. Dies wollen wir auch finanziell unterstützen. Für den sportlichen Erfolg sind die Trainerinnen und Trainer die wichtigsten Bezugspersonen. Für sie und andere gilt es, ein attraktives Berufsbild Trainer, Trainerin zu entwickeln, zu dem gute Ausbildungs- und Weiterbildungsstrukturen, faire Arbeitsbedingungen, eine angemessene Vergütung und längerfristige Verträge und Arbeitsstellen gehören dazu. Nicht nur die körperliche Gesundheit, auch die persönliche Sicherheit der Athletinnen und Athleten ist uns wichtig. Deshalb wäre es richtig, dass die Potas-Kommission bei der Einteilung der Disziplinen in Förderkategorien vorhandene Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt mitbewertet.
Nach der Studie Safe Sports hat rund ein Drittel der 1.800 befragten Kaderathletinnen und Athleten sexualisierte Gewalt im Sport erfahren müssen. Damit alles nur Erdenkliche gegen derartige Vorkommnisse und Gefahren unternommen wird, sollte die Bundesregierung staatliche Zuwendungen künftig von wirksamen Präventionskonzepten abhängig machen. Jetzt muss ich etwas rühren. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aufgedeckte Dopingfälle fallen nicht nur auf die Sportlerinnen und Sportler, sondern auch auf die jeweilige Nation zurück. Wir sehen das gerade mehr als deutlich bei Russland, sei es bei der Leichtathletik oder zuletzt im Fußball. Auf nationaler wie auch internationaler Ebene müssen wir deshalb den Kampf gegen Doping weiter vorantreiben und die Welt-Anti-Doping-Agentur stärken. Die Athleten und der Schutz ihrer Gesundheit stehen für uns an erster Stelle. Deshalb gilt für uns Null Toleranz gegenüber Doping und anderen Formen der Manipulation. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als letzter Redner in dieser Aussprache hat Matthias Schmidt für die SPD-Fraktion das Wort.